Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind jetzt hier gerade in der eingeschürzten Schnellstraße und hier wartet eine von Don Cornelius Schatzkammern auf uns. Die schnappen wir uns doch mal, ne? Die Kronjuwelen. Das ist nämlich die einzige Mission, die uns noch fehlt. Und ja, ich habe gedacht, ich tue mal den Weg hier ein bisschen abkürzen. Und ja, wir gucken mal, was diese Schatzkammer zu bieten hat, ne? Ich meine, die letzte hat sich auch halbwegs gelohnt, ne? So ein bisschen. Mal schauen. Wir sind schon gleich da, genau. Hier war ja irgendwie so ein Raum. Genau. Und boom. Oh, das war wenig. Mogri-Medaille. Und Diamanten ist Diadem, okay. Das war es dann aber auch, ne? So. Ist das jetzt hier so was? Ich habe übrigens hier so ein armreifendes Magier in so eine Seitengasse gefunden. Noch da war noch eine Truhe. Ich habe die mal einfach geöffnet. Ich habe mir schon gedacht, da wird nicht so unglaublich gut drin sein. Und ja, ich hatte recht. Ich nehme an, das ist ein Schlüsselgegenstand. Ne? Ja, stimmt. Okay, und ja, der letzte ist im Wizard hier in der Schatzkammer. Kanalisation stillgelegt, da brauche ich zur Schlammaufbreitung. Kanalisation, da ist glaube ich ein bisschen weit, deswegen würde ich uns dann mal kurz da reinschneiden, nachdem ich diese Viecher mal kurz erledigt habe, die jetzt einfach so aufgetaucht sind. Und ja, sehe euch dann gleich wieder in der Kanalisation, wenn ich da die Kronjuwelen gefunden habe, ne? Also bis gleich. Kleine Planänderung: Wir gehen erstmal hier zurück zu Johnny, weil wir noch den seinem Portemonnaie und ich habe unten links hier gesehen, wo meine Missionen angezeigt werden. Hier, also hier unten, wo ich jetzt nicht hin kann. Die Jagd nach Don Corneos Kronjuwelen ist meine Sidequest. Informationsgewinnung ist meine Hauptstory und dann steht da noch das gestohlene Portemonnaie, was von Johnny ist. Und ja, Johnny hat hier dieses gleiche Zeichen über dem Kopf. Also ja, das ist noch nicht erledigt anscheinend. Hi. Mich auf dich verlassen kann. Mir das ein lauter Mann. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Nimm mich nie wieder Bruder, Alter. Ich bin hier endlich weg. Du gehst echt? Tifa, halt mich nicht auf. Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Okay. Aber wenn du willst, dass ich bleibe, Tifa, und wir beide... Viel Glück, Johnny. Danke. Du wirst überall klarkommen, Johnny. Da bin ich mir sicher. Oh, Tifa, meine ewige Muse. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Dein Johnny schafft es überall. Also dann, Bruder, Tifa. Das habe ich dir gerade gesagt. Wir sehen uns. Ich werde ihn umbringen. Okay. Jetzt hat man die Story abgeschlossen. Die Nebenstory, wo die gar nicht mehr angezeigt worden ist. So, die Sache jetzt. Die letzten Kronjuwelen, die sind versteckt in der Kanalisation, wenn man hier nachguckt. Boom. Ne, Quatsch, hier. Stahlberg haben wir, eingestürzte Schnellstraße haben wir, Kanalisation. So, meine Frage ist, wie komme ich da nochmal hin? Und ich meine mich zurück erinnern zu können, dass wir in die Kanalisation gelandet sind, nachdem wir ja mit Don Corneo gesprochen haben damals, ne? Also, hier, mein Gott. Das heißt, wir müssen zu denen seine Menschen hingehen und irgendwie einen Weg finden, da unten in die Kanalisation wieder reinzukommen, weil der einzige andere Weg wäre, glaube ich, hier über den Eisenbahnfriedhof. Und ich glaube, ich kann da gar nicht mehr zurück, weil halt, ja, da ist alles eingestürzt und so, ne? Also, wir müssen mal die Menschen hier von dem, die Villa von denen hier erkunden, von Don Corneo, um zu gucken, ob wir irgendwie jetzt wieder da runter können, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie wir da zurückkommen. Und ja, ich nehme jetzt mal einfach an, wir kommen irgendwie von da aus da rein. Also wir müssen ein bisschen in der Story weitermachen, wahrscheinlich. Gut, machen wir das. Wir müssen sowieso gar nicht irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie was da machen, um weiterzukommen. Wir müssen ja zu Shin reingehen, um Aeris wieder zu retten. Im Original jedenfalls. Und ja,
Bin jetzt sowieso gespannt, was jetzt hier da in Don Corneos Menschen passiert. Und nee, da ist der falsche. Nee, ich glaube, da war dieser Raum, wo ich nicht hin kann. So, und dieses grüne Dingen da oben, da zeigt mir ja normalerweise, also auf der Karte, dieses grüne Ausrufezeichen, da zeigt mir normalerweise an, wo ich als nächstes hin muss. Neben storymäßig, aber das Problem ist, ach, hier bin ich auch falsch. Mein Gott. Aber ja, das bringt mich jetzt hier nur zu dieser alten Lady hier, den Racheengel. Und ja. Ach so, ja. Also er zeigt mir jetzt nur, ich soll zu der zurückgehen, nachdem ich die alle erledigt habe. Da zeigt mir jetzt nicht irgendwie an, wo ich hingehen muss, und ich bin schon wieder dem falschen Ausrufezeichen gefolgt. Mein Gott, wie mache ich denn das? Ich komme echt nicht klar. Alter. Boah. Ich bin es gewohnt, immer die. Jetzt bin ich schon wieder. Mein Gott, wie kommt man denn da hin? Wie? Ah. Ja, vielleicht kommt man von hier aus irgendwie hin. Hat mal Erschließungsgebiet, war nicht das Gebiet, wo ich hin muss. Weiß ich nicht. Aber hier ist auch noch irgendwie ein Ort, wo ich noch nicht drin war. Okay, da kann man irgendwie nicht rein. So, weiter als bis hier sind, war noch nicht gelaufen, ne? Erschließungsgebiet. Guck mal noch mal, was da ist. Das ist jedenfalls so ein Schokobodingen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass hier irgendwo in der Nähe, und ich komme hier so zur Kanalisation. Natürlich auch nicht schlecht. Oh. Mann, das nenne ich Musik. Dieser Rhythmus motiviert einen richtig. Ist ja nicht das Thema von Wutai. Hier, zieh dir das rein. Wutai, ja. Boah, bin ich gut. Okay. Obwohl, ja. Ist nicht so schwer. Wutai ist die einzige hart japanische Stadt in Final Fantasy 7. Und ja, dieses hart japanische Lied irgendwie, diese hart japanische Stadt zuzuordnen, das ist jetzt nicht so schwer. So, was ist das denn hier schon wieder? Guck mal, da sieht doch so voll aus, als könnte man zur Kanalisation. Muss bestimmt noch irgendwie was da machen, also pass auf. Da, ach, hier sind wir. Hier müssen wir hin, um die Story weiterzumachen im Originalteil an dieser Wand. Dass wir diese Wand da hochklettern. Spoiler. Die ist nicht mal annähernd so groß wie im Original. Die war riesig. Okay, hier ist zum Beispiel nichts. So, ich gehe jetzt mal das Ding ansprechen. Weiß nicht, ob das dadurch, dass ich konnte mich so oder so schon hin teleportieren, glaube ich. Bin jetzt keine Dinger neu gekommen. Ich dachte, vielleicht muss ich erstmal das Ding ansprechen, damit ich es benutzen kann. Aber nee. Ja gut, dann starten wir mal Don Corneo einen kleinen Besuch ab und gucken, wo wir da jetzt hingeschickt werden, was wir machen müssen, warum wir überhaupt zu ihnen gehen sollen. Ich glaube, wir müssen, ja, ne, warum müssen wir überhaupt noch mal zu ihnen, um zu wissen, wie wir da in Shinra Hauptquartier reinkommen. Ich weiß ja gar nicht, war ich hier schon mal? Ja. Mein früheres Ich war sehr gründlich. Finde ich gut. Gut gemacht, Daniel, aus der Vergangenheit. So, muss ich halten. Morgen. Bin da, wer noch? Ich wusste nie, dass das irgendwie in der englischen Version heißt, Honey, I'm home. Bin da, wer noch? Da ist auch irgendwie viel ikonischer. I'm here. Who else? Keine Ahnung, der klingt ein bisschen lahm. So, wenn ich mich nicht irre, waren hier auch einige Gebiete, wo ich noch nicht rein kann. Wo ich noch nicht rein konnte. Hier war eine Truhe, aber die habe ich schon, ne? Ja, da ist sie. Ich glaube, hier war irgendwie so ein Bücherregal oder so, wo hat ganz eindeutig so aussah, als könnte man da noch irgendwo rein oder so. Weil die Karte irgendwie so komisch aussah. Ich nehme an, wir können dann da irgendwie jetzt reingehen. So wie diese ganzen Truhen, die wir vorher nicht einsacken konnten. Hi. Jemand da?
Ist noch nicht mal Musik, So, wir müssen dahin, aber wir gehen erstmal hier hin. So, irgendwo hier war jetzt irgendwie was, ne? Wo war da? Guck mal, glaube ich. Da, guck mal, hier konnten wir, ne, das war dieser Folterraum. Oder ne, hier waren wir doch noch nicht. Hier ist eine Truhe mitten auf dem Weg. Kommen wir so zur Kanalisation. Das sieht schon so ein bisschen so danach aus. Ich brauche Hilfe. Wundersamer Kristall. Hallo? Na, was habe ich gerade bekommen? Wundersamer Kristall. Ich würde lieber hier nachgucken. Das war's. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon, ne? Nö. Den Beinstein. Ich finde das so blöd, dass da nicht angezeigt wird, was das macht, ey. Wundersamer Kristall. Wunder da. Reduziert die Effekte von Zustandsveränderungen, die auf deinen eigenen Charakter gewirkt werden. Okay. Also ich nehme jetzt mal an, negative, ne? Weil sonst wäre das ein bisschen doof. Ja, Barriere hält nicht mehr so lange. Ja, wenn das jetzt Johnny ist, ne? Okay, ich würde ja gerne helfen, aber wo sind meine Kollegen alle? Ich kann die Tür irgendwie nicht öffnen, ich kann da nichts machen. Also ja. Rest in Pepperonis. Wo sind meine ganzen Kollegen? Was? Die sind einfach hinter mir aufgetaucht, ey. Na gut. Ich nehme mal, wir müssen da jetzt noch irgendwie hin, ne? Wohl wäre aber nicht das beste Timing. Wir müssen immer in Aeris retten, ne? Und ach, der eine Typ. Hi. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sich ja ein. Ich verstehe. Warum haben wir uns nicht direkt daneben gewendet? Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Und dann hacken wir ihn den Kopf ab. Was ist das für ein Loch? Kanalisation. Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Ja, gut. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Hey, wir auch. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay, helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Pff. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Muss, da kommt noch irgendwie so ein Filler. Ich habe doch schon genug Zeit verschwendet hier. Mit meinem Quest. Aeris könnte gefoltert werden oder irgendwas Schlimmeres. Seid ihr soweit? Ja. Gut. Dann runter. Okay. Was war das jetzt? Was ist das war Clouds Frisur. Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Aber jetzt, wer waren denn die ersten? Ich glaube, so wir. Was? Okay, solange ich nicht noch mal gegen diesen Boss kämpfen muss. Und ich habe irgendwie so, ich muss noch mal gegen den kämpfen, weil der ist letztes Mal abgehauen.
Sieht nicht so aus, als wäre der jetzt irgendwie gestorben oder so. Der ist einfach abgehauen, hat uns hier diese Dinge kaputt gehauen, diese Wand, damit wir wieder raus können, und dann war er weg, ne? Also habe ich irgendwie so das Gefühl, wir müssen noch mal gegen den kämpfen, und darauf hätte ich gar keinen Bock. Aber egal, wir machen mal wieder was. Storymäßig. Ich habe alle Quests erledigt, ich muss nur noch die Kronjuwelen finden, und in der Kanalisation werden wir die finden. Das heißt, alles läuft nach Plan. Alles läuft nach Kuchen. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine mit meiner Keule. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich. Ja, Barrett kann mit allem schießen, ne? Wie der Wege schon sagt. Mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Oh, wer ist der Typ überhaupt? Hat er sich schon mal irgendwann vorgestellt? Zu irgendeinem Zeitpunkt? Keine Ahnung. So, da hinten ist nichts, ne? Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Alles klar. Ja, den Ort kennen wir ja schon, ne? Außer hier hat sich jetzt irgendwie was geändert. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hier war noch nicht vorher. Wir sind letztes Mal hier so gegangen, glaube ich. Egal. So, genau, hier konnte man das Wasser runter machen. Auf der Karte ist markiert immer, wo diese Kronjuwelen sind. Das heißt, die werde ich auch nicht so schnell verpassen. Von daher nehme ich mal an, wir werden das schon schnell finden. Hey, das Lied kenne ich. Neue Musik. Hi. Niemand hat Feuer, ne? Dreck. Selbstzerstörung. Klingenstrahl. Auch mal ehrlich. Ah, oh, ich hab doch. Mein Gott, haben wir jetzt viel AP. Ne, Barrett hat so viel. Sehr gut. So, wollte ich gar nicht. Noch wollte ich. Ich war trotzdem noch Schaden, ne, wenn ich konnte. Mir jetzt erst so irgendwie Boost. Ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Ich sehe ihn einfach so geil, wie der einfach nur seine Abrissbirne den ins Gesicht gehalten hat. Ich durchlöcher dich. Ich haut den einfach nur einer rein. So, Leviathan müssen wir auch noch besiegen. Materia. Ah, ich glaube, wir haben gerade Gewitter vollständig gelernt, ne? Ja. Ja. So, da ist erstmal hier die andere. Und es wird Verschwendung. So, heilen. Ne, das ist alles, genau. Ich dachte, das wäre Doppel FP. So, ich habe das, glaube ich, habe mir schon, glaube ich, Gedanken gemacht. Jetzt nicht Zeit verschwenden hier, während ich aufnehme. So, erstmal jetzt chillen. Jetzt war, glaube ich, kaum was verloren, aber egal. Ich glaube, die Waffen hochleveln natürlich jetzt auch immer offscreen, weil außer da ist irgendwie was Neues oder so. Oder hat sich ein neues Level aufgetan. Ja, müsste ich ja dann sehen. Er gibt ja, glaube ich, nur noch ein Level. Ne? Hier, Waffenstufe 5, 5, 5. Das heißt,
Er tut sich sowieso nicht mehr so viel, glaube ich. Man kann sich einfach denken, ja, was ich immer Level klaut, und ich gehe auf jeden Fall bei auf Angriff hier immer, und bei Welt gehe ich auf TP ein bisschen tiefer, wahrscheinlich auf Schnelligkeit, wenn sie nichts anderes hat. Sag. Ups. Ich bin aus dem Konter rausgegangen. Dieser Konterform. Er hat ja einen anderen Namen, aber. Ich bin bereit. Nein, nicht Krötenflug. Du verwandelst mich in eine Kröte. Darauf habe ich keinen Bock. Ach. Oh Mann. Geh tiefer. Okay. So, wo bin ich fort? Das abläuft. So, ich kann jetzt wieder auf alle machen. Ne? Es war nicht so effektiv wie bei Eris, aber was soll's. Hi. So, alle noch. So, ich tue mal meinen Dingsangriff hier. Was geht denn hier schön auf alle? Nichts wirklich. Weil der könnte mehrere Leute treffen. Naja, fast. So. Wenn ich in diese Form gehe und Fähigkeiten einsetze, wenn die an Ausstärker, na, du hast meinen Angriff abgebrochen. So, irgendjemand Feuer, du. Sind wir effektiv dagegen, ne? Ja, sehr effektiv. Schock. Bist eigentlich jeder immer hier, wenn ein Gegner geschockt wird, sagen Schock. Weil erinnert mich voll an Naruto, ja, an wie heißen diese ein? Wie heißt, die sind einfach nur Ultimate Ninja, ne? Diese 2D Naruto Spieler damals. Wenn du Gegner gehauen hast, dann haben die immer irgendwie Chakra Kohlen hinterlassen. Immer wenn du eine eingesammelt hast. Und zwar jedes Mal, dann hat der Charakter gesagt, Chakra Recovery, jedes Mal. Also den ersten jedenfalls, ich weiß nicht, da gab es ja noch irgendwie voll viele von denen. Aber ich habe so nach dem dritten Teil oder so irgendwie aufgehört, die Dinger zu spielen. Aber das war voll nervig, ich weiß nicht, ob die hat geändert haben, ich nehme mal an. Ich hoffe jetzt jedenfalls, wenn die. Mein Gott, ey, wie viel Schaden ich bekomme. Kann ich den Angriff machen? Okay. Das ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Die Kämpfe, sie werden nie enden. Krieg bleibt immer gleich. Warte, falsches Spiel. Es kommt gleich hier so ein Nick vorbei. Was geht? Einfach so ganz normal, ohne niemand hinterfragt hat, da irgendwie so ein Synth hier, die ein halbes Gesicht irgendwie fehlt, hier vorbeiläuft. Und Cloud sagt dann einfach so, hi Nick, aus irgendeinem Grund weiß der, wie der heißt und kennt den irgendwie, keine Ahnung. Na schön. Okay. So. Wie ist das eigentlich so zuzuschauen? Ich meine, da würde mich auch mal interessieren bei Fallen Order. Jedi Fallen Order, was ich ja auch kurz hier vor Let's Play hatte. Weil normalerweise tue ich ja mehr so Rollenspiele spielen und so Sachen, wo ein bisschen mehr Freiraum ist, wo ich irgendwie so eine Menge machen kann, irgendwie bevor ich irgendwie weitermache, so wie ein Fallout. Ich erst mal jeden anderen Mist mache, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, Story weitermache und irgendwie ein anderen krankes Zeug. Aber ja, so Story basierte Spiele, was ja so ein bisschen aus meiner Komfortzone sind, da werde ich ja, ich würde jetzt nicht sagen in der Hand genommen, aber
fühle mich mehr so, als würde ich irgendwie so ein, als würde irgendwie mich so ein Fremdenführer irgendwie durchs Spiel irgendwie leiten. Weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Wie mache ich noch mal da L1? Ja, ich fühle mich irgendwie so, als würde jemand die ganze Zeit daneben stehen und mir irgendwie die Story so präsentieren, anstatt so, ja, du kannst, wenn du jetzt willst, dahin gehen. Und ja, hin und wieder kommt mal eine Cutscene, dann kommen irgendwie 10 Kämpfe oder irgendwie sowas, so in den ganzen Tales aufspielen. Worauf ich hinaus will, ist, so storybasierte Spiele sind nicht so mein absolutes Lieblingsgenre, weil ich immer irgendwie so denke, du hast das Spiel einmal gespielt und dann hast du eigentlich Magiebus cool. Dann hast du eigentlich nicht wirklich einen Grund, das Spiel jemals noch mal neu zu spielen, weil storybasiertes Spiel lebt halt von der Story, ne? Und wenn du die Story einmal erlebt hast, dann ist vorbei. Deswegen spiele ich ja gerne so Rollenspiele. Selbst wenn ich jetzt irgendwie noch mal, keine Ahnung, Tales of Vesperia noch mal spiele, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, weil ich jetzt schon fast 2 Jahre an dem Spiel hänge, dann ja, die Story ist natürlich die gleiche, aber ich kann irgendwie, weiß ich nicht. Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Bits den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Weil sie tot sind. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern, aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. So, okay, wo bin ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Worauf ich hinaus will, so will es so Rollenspiele, die ich normal will, das Spiel, die kannst du auf eine andere Weise noch mal antackeln. Kannst irgendwie andere Charaktere steuern oder irgendwas anderes konzentrieren. In deinem Tempo spielen. Und hier wirst du, weiß nicht, so durchgeführt, sag ich mal. Wenn die unglaubliche Story, die dir erzählt wird, einmal präsentiert wird mit den ganzen Cutscenes in den Kamerafahrten und was weiß ich, Quicktime Events, was weiß ich, was dann noch alles. Ich kann das irgendwie schlecht erklären, aber es ist normalerweise nicht so mein Genre. Deswegen spiele ich auch nicht so Sachen wie Just Cause und also was ja auch eines der besten PlayStation Spieler aller Zeiten sein soll. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anja mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Okay. Ich finde es ein bisschen blöd, dass ich die ganze Zeit unterbrochen werde, weil ich bin jetzt gerade so richtig in das Thema drin und ich will halt auch weitermachen. Ich spiele zum Beispiel jetzt auch gerade für die Nintendo Switch ein Spiel, das wird wahrscheinlich jetzt niemand kennen, weil, weiß ich nicht, sieht mehr wie so ein Indie-Titel aus. Das Spiel heißt Indivisible und das ist so ein Mix aus Jump'n'Run und Rollenspiel und das Kampfsystem ist auch relativ, weiß ich nicht, nichts rollenbasiert, nicht so Action Adventure, so wie hier jetzt oder Kingdom Hearts. Synchro ist in Englisch, was für mich ungewohnt ist, weil ich, wenn ich die Wahl habe, irgendwie immer auf Japanisch oder in dem Fall hier Deutsch spiele. Worauf ich hinaus will, ist, das Spiel ist auch normalerweise so was ich vielleicht nicht spielen will. Das ist ein bisschen so wie Paper Mario, glaube ich, oder Dingens hier, was ich mit dem Master gespielt habe, hier Mario und Luigi, hier das Kampfsystem so ganz kleines bisschen. Die Story nimmt sich auch nicht so unglaublich ernst und ja, weiß nicht, es wird viel mit Humor genommen und weiß nicht, ist ein bisschen so, als wären die Charakter irgendwie bewusst, dass die irgendwie ins Spiel drin, also nicht so ganz, aber weiß nicht, ich habe schon gern mal so eine ernstere Story. Das Spiel fühlt sich
mehr an wie so eine kleine Parodie von so typischen japanischen Rollenspielen. Nutzt irgendwie so all die Klischees irgendwie vollkommen aus hier, so, weil nicht die Hauptcharakterin ihr Heimatdorf wird irgendwie niedergebrannt, die ist jetzt irgendwie, weiß nicht, auf dem Weg hier diesen großen Bösenwicht hier zu verfolgen die ganze Zeit, hin und wieder schließen sich die ganze Zeit Leute an, was auch relativ spontan eigentlich passiert, so, hey, ich weiß nicht, ich habe mein Haus verloren, ich glaube, ich schließe mich jetzt hier an, und weiß nicht. Das Spiel nimmt sich nicht sehr ernst. Indivisible heißt das Spiel. Das gibt es auch, glaube ich, schon für PlayStation für eine lange Zeit. Ich habe nur irgendwie so einen Trailer gesehen und da habe ich mir gedacht, hey, das sieht interessant aus. Und das ist normalerweise bei mir nicht so. Ich gucke mir nicht einen Trailer an von irgendwas und denke mir so, oh, das Spiel ist geil, das hole ich mir. Aber dat, bei dem Spiel war das irgendwie sofort der Fall. Deswegen habe ich mir auch geholt. War auch nicht teuer, 30 Euro, also kann ich nicht drüber meckern. Ich habe jedenfalls meinen Spaß damit. So, worauf ich auch Spaß habe, ist hier den Part zu beenden. Nein, eigentlich nicht. Ich will eigentlich weiterspielen, aber mache ich ja danach. Und ja, wir machen dann weiter in der Kanalisation. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht die Krone irgendwann mal hier irgendwo finden, weil die sind wir, die sind uns dann nicht mal im Weg gelaufen. Aber wird wahrscheinlich im nächsten Part der Fall sein, ne? Lay down some rubber. What? Okay. Das war's für diesen Part. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlässt, bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.